Ja, hey Leute, hier ist wieder Master Sego TV und wir sind hier. Guckt's euch an. Guckt es euch einfach nur mal an. Ich lasse es jetzt einfach mal so auf uns wirken, ja. Wir genießen es jetzt erstmal, ja. Wir inhalieren das gerade mal kurz und freuen uns einfach mal, das zu sehen, was wir gerade hier sehen. Ganz ehrlich, liebe Leute, das ist das, worauf wir gewartet haben. Ich lasse jetzt Das ist einfach mal das, so auf uns worauf wir wirken. gewartet haben. So. Freut mich, Sebastian, mein Guter, dass du hier schon am Start bist und schon gewartet hast. Und ja, der Server war down, liebe Leute, deswegen habe ich noch ein bisschen gewartet. Der ist jetzt gerade vor 5 Minütchen on gegangen ungefähr. Noch nicht mal wahrscheinlich. Und ja, das, Freunde, ist unser schöner Server Elefor. Und es geht los. Ja, es geht los. Für alle, die im Discord-Server sind, der ist jetzt da auch für die Leute verfügbar. Wir haben jetzt diesen Klienten auch zur Verfügung gestellt an alle Leute in unserem Discord-Server. Und ja. Ich sag's mal so, leider irgendwo ist die Anzahl der Leute, die mitmachen können bei der Beta-Phase jetzt erstmal vorbei. Wir werden jetzt noch ein paar Bugs und so weiter beheben, die vielleicht noch irgendwo vorhanden sind. Aber Freunde, es sind nicht mehr viele. Es sind echt nicht mehr viele. Ein paar sind noch da, die mir auf Anhieb einfallen. Aber die werden wir jetzt auch beseitigen. Und dann geht es bald los, ne? Dann geht es einfach bald los. Und ich sehe es schon. Devil Never Cry, schönen guten Abend. Was geht? Schön, dass du da bist, mein Freund. Bei mir geht heute Stream. Gestern lief er nix, weil ich sag's euch, Freunde, wir waren gestern noch bis 1 Uhr nachts am Server am Arbeiten, sage ich mal. Wirklich. Es war wirklich echt viel, was wir dann noch rumgewerkelt haben und sowas alles. Letzten Endes aber hat sich wirklich, wirklich gelohnt, weil das, was wir gemacht haben, war ein richtiges Hin und Her. Also so oft, wie wir den Server neu starten mussten, ein Rollback machen mussten, zig Sachen hin und her. Ja, es ist eine Viererparty am Start hinten drin. Oh, da ist sie ja. Ist ihr hinten drin, versteht ihr? Ja. Jan ist auch am Start. Na endlich, moin. Jawohl, ich finde es schön, dass ihr direkt wieder am Start seid. 7 Leute jetzt schon instant eigentlich hier. Mega geil. Ich habe den Stream nicht ohne Grund, wie habe ich den genannt? Irgendwie beste Features, bestes Team und bester Server genannt. Und das hat auch einen Grund, weil, meine Freunde, ich gehe jetzt heute ein bisschen auf die Features ein. Ich gehe aber vor allem auch mal auf uns als GM-Team ein. Wer wir sind und warum wir das machen, was wir machen. Und ja, Freunde, ihr werdet herausfinden in diesem Stream, warum dieser Server so geil wird, wie er wirklich auch sein wird. Es ist nicht übertrieben, und zwar wird dieser Server wirklich abnormal geil. Ich sag's euch. Es ist so, Freunde. Wir hatten schon mal einen Privatserver und es ist einfach immer wieder dasselbe. Wie soll man den Server machen, dass er Spaß macht? Und so oft, Freunde, so oft hat man im Kopf, boah, ich möchte den alten Server, ich möchte altes Silk Road und so weiter. Ich verstehe das, ich verstehe den Gedanken, ich hatte den selber, ich hatte den so hammerhart im Kopf, wirklich kein Spaß, ich habe so hammerhart im Kopf gehabt, ich möchte altes Silk Road haben. Aber Freunde, das ist so ein Quatsch, ja? Ich sag jedem, der Oldschool Silk Road spielen möchte, spielt wirklich mal ein komplett fucking originalen 70er, 80er Cap-Server. Ihr werdet euch sowas von zu Tode langweilen. Ganz im Originalen, es gab keine Party-Monster. Unix konnten im egal welchen Level gehuntet werden. Das bedeutet, man hatte eigentlich kaum Chancen, einen Unikill zu kriegen. Rüstung, die man hatte, die war schlecht. Dementsprechend war das Leveln auch dementsprechend schwer. Das bedeutet, die Quests, die man gemacht hat, haben nicht nur fucking lange gedauert, weil die noch richtig schlecht waren, die Quests, sondern die waren auch noch fucking schwer teilweise. Freunde, das will doch keiner. Ich weiß noch. Nuker sind sowieso erstmal haben es relativ schwer. Dann aber ein Glaivey oder Blader,
ab dem Moment, wo die hier bei den 30er Earth-Taoisten sind, die leiden. Ich sag's euch, ich war mal Blader sogar, ja, ein Tanker eigentlich. Bei dem magischen Monster, ich schwör's euch, ich bin fast abgekratzt immer wieder. Also ich hab's echt verkackt. Ja, und deswegen, komplett oldschool, Freunde, kann ich nicht empfehlen. Nicht mehr. Weil ich selbst habe wirklich auch mal die Zeit gedacht, so, boah, ich möchte oldschool Silk Road. Aber es ist wirklich nicht das, was man manchmal noch in Erinnerung hat. Wir waren jung, Freunde. Wir waren jung, als wir Silk Road gespielt haben, als wir da reingekommen sind. Man hat ein bisschen also getäuschte Erinnerung an so ein Silk Road, weil man einfach noch jung war und einfach gerne an diese Zeiten zurückdenkt, aber Spaß würde es nicht mehr machen. Es ist ein bisschen so, als würde man eine Serie von damals gucken, die man abnormal gefeiert hat und sie jetzt nochmal gucken würde. Und diese Serie ist schon 20 Jahre alt und man sieht die ersten Folgen. Man feiert sie vielleicht trotzdem, aber man merkt schon, dass sie in die Jahre gekommen ist. Und das ist das Schöne an Neuauflagen, solange sie halt irgendwie den Nostalgiefaktor nicht komplett zerstören. Und ja, das hat man dann halt hier einfach in Silk Road ganz schnell, wenn man wirklich einfach sagt, boah, ich möchte ganz, ganz hier alte Silk Road, boah, Freunde, Nostalgiefaktor ist da, ja, aber Fun-Faktor ist nach einer Minute weg. Und wenn man den Server dann zu sehr bearbeitet, sag ich mal, habt ihr die Nostalgie nicht mehr und die Features haben dann auch nicht so diesen geilen Effekt. Und deswegen, Freunde, oh, Brunsa ist am Start. Wer auch immer Brunsa ist, schön, dass du auch in der Party bist. Ich weiß nicht, ob du im Stream bist, aber definitiv schön, dass du dabei bist. Ja, und genau, zu viel Features, zu viel krasse neue Sachen machen den Server auch kaputt. Zum Beispiel, habt ihr es mitbekommen? Auf dem offiziellen Silk Road gibt es halt einen integrierten Bot. Der aktiviert sich ab so und so viel Silk, ja. Freunde. Freunde, alle, die jetzt sagen, ja gut, der ist aber illegal, den kann man sich ja wirklich dann auch gönnen, wenn man sich 500.000 Silk aufgeladen hat. Am Arsch. Ja klar, der ist legal und ganz ehrlich, ich finde es auch gar nicht verkehrt, dass Drymax das gemacht hat, ganz ehrlich, ja, hätten die viel früher machen müssen. Aber auf so einen Server will ich trotzdem nicht zocken. Ja, ich fände es viel geiler, wenn sie das viel früher schon gemacht hätten und diese ganzen Massenbots und so nicht existiert hätten, so ja, sondern wenn die Leute wirklich sich halt ihren In-Game-Bot genutzt hätten und es dann auch gut sein lassen hätten. Alles cool, ja. Besser als diese ganze Achterparty-Botter-Scheiße, ja. Aber ganz ehrlich, auf dem Server, wo alle mit diesem In-Game-Bot botten, finde ich auch nicht geil, ja. Abend zusammen, welcome alle im Nest. Ich gucke dann Stream und ab und zu im Wechsel ein Film bei Bumblebee, ein eigener Transformer-Film. Ja, die guten alten Zeiten. Jawohl, so is it, mein Freund, so is it. Und, ja, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen hier einen Server im Remix-Style. Und zwar haben wir Oldschool und New School, beides am Start. Und was bedeutet das? Das bedeutet vor allem, dass wir versuchen, das Beste aus Silk Road rauszuholen. Ja, wir wollen, dass man schnell leveln kann, aber mit angemessener Rate. Und zwar ist die EXP-Rate die gute alte EXP-Rate, die wir auch gewöhnt sind aus Silk Road. Weil ganz ehrlich, Freunde, die EXP-Rate ist nicht zu low. Eigentlich nicht. Sie ist zwar so low, dass man was Zeit investieren muss, aber ey, welches Online-Spiel, und jetzt mal ehrlich, welches Online-Spiel hat man, sag ich mal, durchgespielt, ja, innerhalb von einem Monat? Welches? Also, ich weiß nicht, was man unter Online-Games verstehen möchte, wenn man es innerhalb von einem Monat durchgespielt hat. Aber ein MMORPG sehe ich nicht als ein Spiel, was man innerhalb von einem Monat durchgespielt hat, ja. Klar, man hat noch Content, wie zum Beispiel PvP, Job War und so weiter und so fort, ja. Aber
Max-Level zu erreichen in einem Online-Spiel, bei dem, sage ich mal, nicht so viel Content vorhanden ist, sehe ich als unnötig. Oh, Freund, ich muss niesen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich unterdrück's. Ja, also sehe ich irgendwie, das fühle ich nicht. Nee, das ist nicht so mein Verständnis von Online-MMORPGs. Da sehe ich persönlich eher, man sollte schon Zeit mitbringen in so ein Spiel. Und das Leveln ist genauso Bestandteil des Games. Von daher sollte das nicht innerhalb von einem Monat komplett durch sein. Und es sollte halt einfach so ein laufender Bestandteil des Games sein, ja, der einfach Stück für Stück immer weitergeht. Naja, deswegen finde ich die XP-Rate nicht zu niedrig. Aber definitiv, was hat mich sehr gestört am alten Silk Road? Das waren die Quests. Warum? Weil da gab es wirklich zu wenig. Man verbringt bei einer Quest in Isro, ja, mit der Rüstung und den Waffen, die man damals in Isro hatte, verbringt man für eine Quest, und das ist jetzt kein Spaß, ja, 2 oder 3 Stunden. Gibt sie ab und bekommt 20%. Wenn überhaupt. Ja? Und das, Freunde, das finde ich blöd. Weil das ist wieder was anderes, meiner Meinung nach, im Vergleich zu der EXP-Rate. Und zwar ist die EXP-Rate, das ist so etwas, das gibt es durchgehend, ja. Aber die Quests, das sind Sachen, die erfüllt man. Und wenn man die erfüllt hat, gibt man sie ab und will ein Erfolgserlebnis. Und das Erfolgserlebnis habe ich nicht, wenn ich bei Monster level, bei denen ich vielleicht gar nicht mehr leveln müsste, und am Ende als Belohnung nichts habe eigentlich. Dann könnte ich auch sagen, gut, dann lasse ich es mit den Quests. Deswegen sollen sich die Quests lohnen und darum haben wir gesagt, okay, hier, wir nehmen die neuen Quests. Nicht mehr die alten, sondern tatsächlich die neuen. Und das bedeutet, das sind die Außenposten-Quests. Die kriegt man relativ schnell abgefarmt. Man kann relativ schnell von der einen bis zur nächsten kommen. Und die EXP und vor allem auch die Skillpunkte sind dort deutlich erhöht, ja. Ja, jetzt kommen wir zu einer Sache, die meiner Meinung nach das Schmuckstück an diesem Server sind. Ja? Und zwar das Drop-System, Freunde. Das Drop-System, liebe Leute, ich nehme dazu alles mal. Ich nehme dazu die Tokens, das Equipment, was man trägt und das Gold und die Drops, die man bekommen kann. Und zwar ist es so. Was hat mich damals bei ISRO gestört? Bei ISRO hat mich gestört, dass man theoretisch gesehen, wenn man Pech hat, echt schlechte Rüstung hat und sich sehr schwer tun könnte, damit vielleicht bei Monster zu leveln, bei dem man eigentlich keine Probleme haben möchte. Man möchte die Quest erfüllen und das relativ entspannt. Ja, Silgot ist kein Movement-Spiel. Silgot ist kein Spiel, wo man viel in Bewegung sein möchte. Silgot ist ein Spiel, wo man Massen an Monster töten möchte. Und das am besten unkompliziert. Später gibt es Unix, wie zum Beispiel Medusa, wo man ein bisschen Movement hat, wo man so ein bisschen in Bewegung ist, wo man vielleicht auf das Geschehen im Spiel auch ein bisschen mehr achtet, ja. Aber das ist noch nicht. Das haben wir noch gar nicht. Deswegen, wir wollen einfach nur gut grinden können. Und deswegen gibt es die gute SOS-Standardrüstung. Ja, das finden wir super. Deswegen haben wir das aus dem neuen System rausgenommen, mitgenommen. Was ist noch im alten ISRO schlecht gewesen? Im alten ISRO ist es schlecht gewesen, dass man für alles Gold ausgeben musste, was eigentlich Standard ist. Wie zum Beispiel, Sekunde, ich muss mal kurz gucken. Ja, und zwar Pots zum Beispiel, ja. Man ist am Leveln, man hat kaum Gold und muss eigentlich die Hälfte seines Golds immer wieder ausgeben für Tränke. Was auch ziemlicher Abfuck ist, ja, ganz ehrlich. So, wir haben hier die Quest fertig gemacht und jetzt gehen wir direkt mal einfach zu höheren, weil wir haben schon ein paar Listen hier gar nicht leveln, ich wollte die nur noch zu Ende machen. Ja, und ich gehe mal kurz auf den Chat ein, sonst verpasse ich hier alles. Die Shakshi-Worker, auch die guten Zeiten, da leveln und da questen, das geht ab. Außer du hast Spaß dabei, wie damals bei Flowers 3x1000 Stück killen. Mashallah. ja, ist so. 1000 Mal Flowers zu töten, dreimal, das heißt 3000 Flowers. Und ich schwöre es euch, ja, die EXP für diese Quest waren abnormal schlecht. Wirklich.
Und dann sitzt man da und denkt sich, ja, dafür töte ich jetzt 3000 Flowers und brauche dafür ungelogen 3 Tage. Dabei kriege ich für das Grinden bei diesem Monster 20% und für die Abgabe der Quest nochmal 20%. Das bedeutet, ich mache diese Quest dreimal und habe dann letzten Endes davon knapp über ein Level. Alter? Nee, ganz ehrlich, brauche ich nicht. Moin Bui, Alzaus, schön, dass du auch am Start bist. Ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? Genau. Ich will geile Rüstung haben, damit ich normal grinden kann, damit das gut abgeht. Und ich möchte das Problem mit dem Gold nicht haben, dass ich mir Pots kaufen muss, obwohl ich gar kein Gold dafür habe und so weiter. Deswegen gibt es kostenlos auch Pots und alles, ja. Und muss kein Gold dafür ausgeben. Das Ding ist jetzt aber gut. Das bedeutet, wir haben dieses Token-System eingeführt. Damit kann man sich geile Rüstung kaufen. Man hat SOS-Standardrüstung. Aber was ist verloren gegangen in dem neuen Silk Road? Ja, jetzt komme ich mal aufs neue Silk Road. Was ist da verloren gegangen? Was ist da das Schlechte? Und meine Freunde, das muss ich wirklich sagen, ja. Das Schlechte an dem neuen System mit den Tokens und so weiter, mit der geilen Rüstung, die man geschenkt kriegt und so weiter, ist vor allem, dass dieses ganze Item-Handeln und so weg ist. Früher waren im Low-Level-Bereich Stalls aktiv, ja. Da waren Leute am Verkaufen, am Tauschen, am Handeln. Das ist so geil gewesen, ja. Man hat einen Drop, denken sie so, boah, geil, ey. +4er-Drop mit Blues und so. Das war so fucking nice, ja. Und, Maschallah. Ja, ich habe eigentlich nur einen Kommentar vorgelesen. ja. Maschallah, Shay, was los? Was los? Worüber bin ich hier am Diskutieren? Naja. Maschallah. Jetzt habt ihr mich rausgebracht, Freunde. Jetzt muss ich überlegen, wo sind wir gerade? Ich muss erstmal die Quest annehmen. Ihr macht mich hier ganz durcheinander mit eurem Maschallah. Erstmal nehme ich hier diese Quests an, die roten, das ist das, was wir brauchen. Die anderen, darauf können wir verzichten. So. Nicht viel Stream gucken. Was geht ab, mein Freund? So. Jetzt gucke ich hier. Deliver Quest haben wir. Die brauche ich nicht mehr. Die kann weg. Das heißt, wir haben Defeat Earth Ghost. Das da und das da. Haben wir noch eine Kill Running Demons? Müsste das mit dem. Nee, das müsste alles sein, denke ich. Ja. Also, jetzt, wo war ich stehen geblieben? Ich liebe euch, haha, bekomme hier immer gute Laune. Das freut mich, das ist perfekt. Gute Laune wollen wir haben. Ich war gerade eben am Quatschen und zwar über. Ich hab's gleich. Ah ja, genau. Kein Handel, ja. Und das ist so geil gewesen, ja. Man levelt und. Oh, Klein Crash. Battle Arena Open und Klein Crash. Muss ich mir merken. Also die Battle Arena crasht das Game. Kein Ding, merken wir uns. Bui, machst du dir auf Elofor auch einen Blader oder Eurocha? Ich kann aber trotzdem weiter quatschen, auch wenn das eben abgekackt ist hier. Ich hoffe, der Server geht nur direkt wieder an. Aber sie. Ah, da. Da wurde restartet, weil gerade ein Patch läuft. Dann warten wir da mal eben. Der patcht gerade Videoaufnahme. So. Ne. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht. Ja, ist schwer. Die Entscheidung, ob Eurochar oder China-Char, ist echt schwierig momentan. Und dann generell, welcher Char dann? Boah, ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich zocke jetzt momentan Sperrnuker, aber wenn dann die offizielle Beta so richtig, obwohl wir sind jetzt gerade, wir haben jetzt offiziell die Beta gestartet, genau. Wenn dann der offizielle Release kommt, boah, ich weiß nicht, ob ich mir dann nicht doch noch einen anderen Char mache. Wann können wir offiziell spielen und Charaktere erstellen und dann und den dann behalten? Ja, offiziell eigentlich ab jetzt, Freunde. Offiziell eigentlich ab jetzt. Jetzt könnt ihr euch eigentlich Chars erstellen, auf diesem Server hier mitzocken und diese Chars sollten eigentlich bleiben. Wir können euch nur nicht hundertprozentig versprechen, wenn wir jetzt, sag ich mal, bei der Beta-Phase
einen Bug haben, ja, wo sich jetzt Leute, weiß ich nicht, was ercheaten oder was für ein Level erreichen, weil wir irgendeine EXP-Rate irgendwo falsch eingestellt haben, ja, dann müssen wir nochmal ein Rollback machen und dann könnte es sein, dass man entweder den Char komplett verliert oder dass ein paar Level zurückgesetzt werden. Das kann ich euch noch nicht genau sagen. Aber rein von der Theorie her sollte man jetzt ganz normal mit uns zocken können. Ja, doch. Also so ist es eigentlich geplant. Aber wir halten uns immer noch die Möglichkeit in der Hinterhand, dass wir sagen können, hier, wir erstellen, wir müssen nochmal alles auf Null setzen. Nur da keine Sorge, jeder, der in das Game investiert hat, wird dann auch ausbelohnt werden. Ne? Also jeder, der, weil jetzt demnächst kommt unsere Website und die Item Mall und so weiter und so fort. Und dann muss sich keiner Sorgen machen, dass der dann irgendwas investiert hat und dadurch jetzt irgendwie verloren hat und so. Guckt es euch an, nochmal. Nochmal hier mittendrin. Zack, ich liebe es. Ich liebe das. Welchen Eurochar kann man empfehlen als unerotisch? Was? Als unerotisch? Als unerotisch empfinde ich persönlich die meisten Male-Charaktere. Und dann so eine Frau mit Äxten finde ich auch nicht ganz so geil. Ujvarria, Bui oder Warlock-Cleric? So, jetzt nochmal zurück. Also, was uns auch wichtig war hier, ist definitiv Dropsystem, ja. Wir haben die Tokens und so weiter, man braucht kein Gold und so weiter, ja. Aber wie geil wäre es, wenn das alles irgendwo Bestandteil auch wäre? Wenn es irgendwie doch die Möglichkeit gäbe, Drops zu haben, die vielleicht sogar besser sind teilweise dann als, die dann teilweise besser sind als zum Beispiel die geschenkte SOS-Rüstung, die man handeln kann untereinander. Wie geil wäre das, einfach mal wirklich Individualität reinzubringen? Man kann ja sogar Seal of Moon Drops oder Seal of Sun Drops kriegen, die dann besser sind als die geschenkte SOS-Rüstung halt. Und ja, weil letzten Endes in ISRO, Freunde, sind wir es gewohnt, eigentlich immer mit SOS-Rüstung rumzulaufen und später sogar eigentlich fast nur noch mit Sun, Moon oder später dann auch Legend und so weiter Rüstung, ja. Ich kenne keinen, der nicht irgendwie in den neuen Bereich und so mit Sun und Moon rumläuft und D10 und D11, 12 dann später mischend und so weiter. Rare vielleicht noch. Aber ist es eigentlich Standard geworden, so eine geile Rüstung zu haben? Ist einfach so. Und von daher ist es gar nicht so schlimm, wenn man eigentlich auch Drops haben würde, die einem dann vielleicht echt so krass boosten. Also, dass man dann das hat. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir führen Drops ein. Und die gibt es bei uns. Bei uns gibt es nicht nur das Token-System, sondern zusätzlich kann man auch Drops kriegen. Dann gibt es wieder Stalls, die Leute tauschen und handeln untereinander. Und das finde ich einfach fucking geil, ja. Und das ist meiner Meinung nach für mich persönlich halt unser absolutes Highlight. Und ich bin mir sicher, das wird den Server hier nochmal so einen Push geben, dass jeder wirklich weiß, stimmt. Das war das Geile an Silk Road, meiner Meinung nach. Eddie, und wie können wir uns anmelden? Ich habe ja nur einen Test-Account bekommen. Den kannst du weiter benutzen. Also jeden Account, den wir vorher hatten, haben wir mit auf unsere neue Datenbank übernommen. Das bedeutet, da funktionieren eure alten Chars auch. Oder eure alten Accounts auch. Nur die Chars sind halt weg. Aber die Accounts klappen. So, wir töten jetzt Earth Ghosts. Und Sebastian Krüger sagt, nö, selber nö. Ich weiß, dass du der Erste warst, der es mitgefeiert hat. So, eine Sache, die auch wichtig ist, ja, und auch ganz geil ist, ist das Jobsystem. Das Jobsystem wird immer hinterhergeheult. Ich will das alte Jobsystem haben. Verstehe ich, verstehe ich. Aber Freunde, es war nicht so geil, wie ihr das in Erinnerung habt. Es war wirklich nicht so geil. Das Geile an dem alten Jobsystem war, dass es Gold gab und dass es NPCs, die es gab, die gespawnt sind. Aber das war später nur noch ein High-Level-Ding. Das war nichts mehr für die Low-Level. Die hatten nichts davon. Und ganz ehrlich, was machst du groß bei dem Jobsystem? Was hast du da groß gemacht? Du bist halt getradet von links nach rechts. Das war eine Zeit lang ganz geil. Und irgendwann hast du eigentlich mehr Gold durch andere Sachen bekommen und es hat sich halt echt kaum ausgezahlt. Dann hast du es auch nicht mehr gemacht. Von daher, so geil war es nicht.
Also, es war sehr lange, sehr viel ganz geil, aber es wird irgendwann dann auch langweilig. Und jetzt kommen wir zum neuen Jobsystem. Was war da Kacke? Es gab keine NPC-Thieves, es gab keine Goldbelohnung mehr. Irgendwie, es war noch unnötiger als vorher. Aber jetzt kommen wir zu dem Guten. Was war das Geile an dem alten Jobsystem? Ja, klar, das Gold und so weiter. Was ist das Geile am neuen Jobsystem? Das Joblevel, der Jobtitel und die Jobrüstung. Und das sind alles drei Dinge, die das Jobsystem auch nachhaltig interessant gestalten. Man kann ganz lange das Jobsystem dann irgendwie noch weiter ausbauen, verbessern. Man kann sich weiter Jobrüstung erstellen, man kann das Joblevel noch weiter hochpushen und so weiter. Und das waren Sachen, die haben das Jobsystem nachhaltig auch, sage ich mal, am Leben gehalten. Das war der Nachteil beim alten Jobsystem. Und wir haben uns gesagt, wir machen einfach eine Mischung. Eins, was wir nicht hinbekommen haben, das sage ich euch direkt, ist, dass NPCs despawnen. Das geht leider nicht. Ein Drop. Und zwar ein Bogen. Haben wir leider nicht hinbekommen. Das, was wir aber hinbekommen haben, ist, dass man Goldbelohnung kriegt für einen Trade. Das, was wir hinbekommen haben, ist, dass man normal Jobrüstung und Joblevel und so weiter steigt, klar. Und einen Jobtitel hat. Das, was wir hinbekommen haben, ist, dass man nicht lange braucht, um dieses Joblevel hochzupushen. Ja, das ist also nicht mehr so. Man kann ins Jobmodus rein, ja, aber bis man ein Joblevel hoch hat, dass man auch gute Jobrüstung anziehen kann, dauert endlos lange, ist nicht mehr. Das Einzige, was wir aber verändert haben, ist, es geht nicht mehr so, dass man im Jobmodus levelt. So ist das nicht mehr. Man questet im Jobmodus, kriegt dafür Job-EXP und normale EXP und das lohnt sich. Ja? Damit pusht ihr euer Joblevel extrem und kommt dann auch relativ hoch. Wenn ihr die Jobquests macht, ihr könnt aber währenddessen keine normalen Quests machen und auch im Jobmodus leveln, also Monster töten, gibt euch 0 EXP komplett, ja? Also ihr kriegt zwar Drops und sowas alles, aber ihr kriegt keine EXP. Ihr könnt auch keine normalen Quests dabei machen, es ist wirklich nur die Jobquest, die ihr in dem Moment macht. Aber die Jobquest, wenn ihr die abgibt, gibt euch EXP mehr als wenn ihr nur gegrindet hättet. Von daher, es zahlt sich aus, das zu machen. Ihr kriegt die EXP am Ende. Und die Job-EXP sind natürlich sehr gut. Man kriegt aber viele Skillpunkte noch dazu. Das heißt, zum SP-Farm ist das ganz geil. Und ihr bekommt euer Job-Level halt sehr hoch. Ne? Das muss man einfach mal ausprobieren und einfach mal für sich kennenlernen. Und die Job-Rüstung, liebe Leute, die ist deutlich geiler, als viele es in Erinnerung haben. Job-Rüstung ist eine Rüstung, die erstellt man sich und die ist immer aktiv. Egal ob im Jobmodus oder ohne Jobmodus. Die Defense, die man durch die Jobrüstung bekommt, ist etwa so hoch wie durch einen Buff. Also habt ihr eine komplett angezogene Jobrüstung, habt ihr sozusagen durchgehend den magischen oder physischen Defense-Buff aktiv. Das ist eine kleine, ganz okay Sache, ja. Da kann man aber sagen, naja, kann ich drauf verzichten. Das Ding ist aber, auf die Jobrüstung könnt ihr Blues draufschmeißen. Und diese Blues, liebe Leute, das ist nice. Nur, warum kennt man das von damals vielleicht gar nicht? Weil die Jobblues damals so schwer waren zu bekommen. Also eine Jobrüstung zu bekommen und darauf Blues zu packen. Also bis man diese Blues für die Jobrüstung hat, war man entweder arm, weil man Geld dafür ausgegeben hat, also echtes Geld. Oder man hat einfach nur lange gebraucht, bis man die irgendwie sich zusammenfarmen konnte. Und das haben wir verändert. Das ist nicht mehr so. Da haben wir Mittel und Wege gefunden, dass ihr gut an eure Jobblues drankommen könnt, sodass ihr euch eine geile Jobrüstung erstellen könnt, sodass es sich echt lohnt, ab und zu mal sein Joblevel hochzupushen mit ein oder zwei Jobquests, paar Blues draufhauen auf die Jobrüstung und dann geht's weiter. So, wir töten hier gerade einen Giant in der Hoffnung, dass ein paar geile Drops da sind, was ja jetzt wieder Motivation ist, weil, wisst ihr, jetzt habe ich wieder Motivation, Giants zu töten, weil es halt tatsächlich einfach Drops bei denen gibt. Hier haben wir einen Bogen und eine Kette bekommen. Aber brauchen wir nicht. So, zwei Drops. Guckt euch das an. So ein Bild will ich. So ein Bild will ich haben. Ja, Tokens, Item Drops.
Das ist geil. Das ist einfach nur geil. Klar, genau. Ich kann hier noch was skillen. Wir müssen mal ein bisschen Skillpunkte sammeln. Wir haben echt kaum Skillpunkte mehr. Das kann man noch ein Level up machen. Das kann man noch Level up. Das noch, das noch, das noch. Stimmt. Das will ich euch auch zeigen, dass ich liebe die alten Buffs, aber das Optische von den Buffs ist auch teilweise ein bisschen anders, also wie er den Buff ausführt. Nicht bei allen, aber bei manchen. Das zum Beispiel ist, glaube ich, anders. Das normal. Das kommt jetzt, aber das ist ein bisschen anders. Zack. Das sieht ein bisschen anders aus als früher. Sieht ganz geil aus. Ich glaube, mit dem Schild, das ist aber normal. Sekunde, ich probiere es mal aus. Ja, das ist normal. So. Hi, ich bin's Taroke, teste auch mal kurz morgen dann richtig. Ja, Jobcenter ist online und Jobcenter, willkommen im Game. Ich hoffe, du hast Spaß beim Testen. Kriegt man am Anfang SP zum Start? Nö, hier wird keine. Kannst du dir direkt von Anfang an schön zusammenfarmen. Sollte aber kein Ding sein. Einmal durch die Quest geht's ganz gut und vor allem auch, wie gesagt, im Jobmodus, wenn du damit eine Jobquest machst, dann kriegst du ein paar Skillpunkte, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Wir können ja mal eine Jobquest machen. Denke ich mir mal, oder? Wir können doch mal eine Jobquest machen. Wir machen es einfach mal. Wir machen es mal. Ich will mich selbst auch mal testen. Fake News, Moby Dick. der Name ist doch lustig zum Testen. Ja, ist perfekt zum Testen. Ach ja, bin ich mal gespannt, wie das gleich sein wird. Dann können wir auch gucken. Also es dürften. Oh, ein Giant, den muss ich aber mitnehmen. Den muss ich mitnehmen. Giants lasse ich keine mehr unangegriffen. Also Giants werden ab jetzt immer wieder weggehuntet. Also, ach, ich liebe einfach Giants. Einfach schon alleine das Risiko, dass da drin ein SOX-Drop auf mich wartet, das kann es doch nicht einfach liegen lassen dann. Ich kann doch nicht einfach einen SOX-Drop liegen lassen. Auch wenn es im Monster drin versteckt ist. Und ja, also so ist es, Freunde. So ist das. Wir haben das jetzt alles gemacht. Ansonsten kann ich euch zum Server jetzt erstmal noch nicht viel sagen, außer ihr habt bestimmte Fragen. Jetzt zu uns. Oh, da kommt Aela, will mich käsen. Aela will mich einfach mal original käsen. Guckt euch diesen Noob an. Guckt euch einfach diesen Noob an. Ich schwör's euch. Ich werde den sowas von mördern noch. Der Tag wird kommen, da werde ich Aela einfach wegmördern. Boom. Zwei Drops, sogar eine Lanze, also so ein Speer. Level 26er Speer. Nice. Haha, kein SOS. Du bist so scheiße, ey. Ich schwör's dir, du bist so kacke. Aber der Speer ist nicht besser als unserer, ne? Ey, Basti, ne? Ich schwör's dir. Ich nehme mich irgendwann auseinander. Stimmt dich irgendwann richtig, richtig hart auseinander. Ja, Digga, wir brauchen auch eine Gilde, ne? Du hast doch bestimmt schon 500k Gold. Mach mal eine Gilde auf. So, und dann zeige ich euch mal, wie man hier Jobquests macht. Dann könnt ihr das mal direkt sehen. Dann können wir direkt mal gucken, ob es sich ein bisschen lohnt oder ob es sich vielleicht doch gar nicht lohnt. Wir hingen halt gestern sehr, sehr. Ah, Hallöchen alle zusammen, wünsche euch viel Spaß beim Leveln. Habt jetzt noch den Klienten gepatcht. Wenn ihr Neustart, habt ihr alles eingebaut, was sein sollte. Sollen wir neu starten? Nee, brauchen wir jetzt nicht. Nächstes Mal. Dankeschön an der Stelle an dich, guter Manuel. So, wir ziehen einen Job an. Und dann wird mal ein bisschen am Job gequestet.
Boah, ich bin so gespannt, wie das hier sein wird, Freunde. Ob hier jobmäßig viel am Start sein wird, ob sich die Leute hier gegenseitig abfacken werden oder nicht. Hier OP Shanks, wer kennt's nicht? Der gute alte OP Shanks von damals, wieder am Start. Wartet, wo haben wir die Job-Dingens? Da unten. Ich sag's euch, ich hab also Jobaktivität hier in Daunang. Ganz ehrlich, erinnere mich nicht dran, ob ich irgendwann mal sowas gemacht habe hier. Hier haben wir den. Begin Job Activities. 30 bis 39. Nee, sind wir noch nicht. Aber wir können einfach. Nee, wird. Ja, ich weiß nicht. Nee. Wir machen Job. Wir gehen mal nach Yangon und machen da die 20 bis 30er Jobaktivität. Weil das geht schneller und leichter. Sollten euch noch Bugs auffallen, schaut zuerst im Discord, ob die im entsprechenden Channel bereits aufgelistet sind. Genau. Er sollte sich Big Mac nennen, denn, damit er Leute wegbannen kann. Big Mac, bann ihn weg. Basti, ey. Dein Spruch, Big Mac, bann ihn weg, Basti, ist mittlerweile schon zu einem richtigen Running Gag geworden. So, wir gehen hier zu der Beginn Job Activity. Und jetzt haben wir hier Collect Trade Dings da 20 bis 29. Machen wir im Danger Mode. So, wir müssten uns aber trotzdem jetzt noch teleportieren können, eigentlich. Oh, wartet mal. Doch, doch, doch. Ich glaube, abgeben können wir die jetzt überall. Müssen wir mal gucken. Müssen wir jetzt einfach mal gucken. Weil wenn wir die jetzt nur in Yangon abgeben können, liebe Leute, dann müssen wir die auch in Yangon machen. Außer man geht über die Ferry und boah, nee, hör mir auf, ey. Hör mir auf, hör mir auf. So, Begin Job Activity. Doch, doch, abgeben kann man sie hier. Alles cool. Wie viel müssen wir sammeln? 100 Stück. Okay. Um die Job Activity hier zu machen, ja, gehen wir jetzt einfach mal hier raus. Und rufen gleich unser Tradepad raus. Und das haben wir nämlich hier. Wir sind Job Level 24. Wir sind ein höheres Job Level als das normale Level. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das geht. Das weiß man einfach nicht, weil man es nie geschafft hat. Aber das geht. Aber daran könnt ihr sehen, dass wir für die Job Quest hohe Belohnung eingefügt haben. Ja, also es geht ziemlich gut, das Job Level einfach mal hochzuziehen, so ein bisschen. Weil dann kann man sich wieder aufs normale Leveln und so konzentrieren und muss nicht kontinuierlich im Jobmodus leveln und so weiter, das Risiko eingehen, dass man stirbt und so. Das ist schon ganz gut so, denken wir mit diesem System, weil so kann man einfach kurz sein Joblevel hochpushen, normal weiterleveln. Kurz Joblevel wieder hochpushen, weiterleveln. So. Jetzt gleich sind wir da. Big Mac, bann ihn weg! Jobmodus, sonst keiner. So, das ist unser Tradepad. Oh, Leute, guckt es euch an. Den muss ich töten. Den muss ich einfach töten. Als hätte der jetzt nicht zufälligerweise für uns einen SOS-Drop. Der hat doch sowas von SOS-Drop für uns. Boah, der macht aber Damage. Boom. Wenn der mal schlecht crittet, sind wir down, Freunde. Okay. Wir machen Snow Shield rein. Weil wenn der crittet, kann es echt sein, dass wir tot sind. Boah, durch Snow Shield hat er mir so viel Damage reingehauen. Sieht aus, als ob jemand hinter dir am Fenster steht. Boah, Digga. Hör mal auf, mir so Angst zu machen. Ich schwör's dir, als ich jetzt gerade den Kommentar gelesen habe, ich habe mich schon fast eingekackt. Sieht aus, als ob hinter dir im Fenster irgend so jemand reinschaut. Ach, wenn es sonst nichts ist. Super. Kein Ding. Freut mich. So. Boah, ich bin froh, wenn wir den Giant gepackt haben, weil, boah, der haut Damage rein, Leute. Der haut richtig Damage rein.
Andere Seite. Jetzt hör mal auf, mich zu verarschen hier, Digga. Das sind deine Jackendorfer. Ich weiß, was das ist. Trotzdem macht es mir Angst. Sitz mal hier ganz alleine in einer riesen Wohnung, ganz alleine. Wenn du redest, schallt es. Und hinter dir sind Jacken. Einfach so. Warum hängen da Jacken? Hallo? Bin ich behindert oder warum habe ich Jacken hinter mir hängen? So, das muss doch ein S-Drop jetzt dabei sein, oder? Boah, am besten so ein Seal of Moon Speer oder sowas, so Seal of Sun. Boah, das wäre so geil. Das wäre so geil. So. Und letzter Angriff. Boom. Ah, Mist. Aber ein Blade, würde ich mal angucken. Level 29er Blade. Stabil. Wenn du weißt, was es ist, warum hast du Angst? Hey, Digga. Wenn du nachts in deinem Zimmer bist und es ist dunkel und du siehst auf einmal irgendwie so eine schemenhafte Gestalt, ja, hast du auch Angst, auch wenn du weißt, dass das eigentlich dein Kuscheltier ist, mit dem du abends immer einschläfst. Bui, vielleicht streamst du dann noch, dann schaue ich noch mal rein. Achso, ich mache mal eine Runde TFT und dann flag ich mich hin. Okay. Flag dich gleich hin. Und wenn du dich hinflaggst, kommst du wieder in den Stream rein. Digga, ich will nicht so sein, aber hinter dir war gerade ein Schatten. Halt's Maul, Digga! Alter! Wenn das jetzt mein letzter Stream war hier auf dem Kanal, wisst ihr, ich bin tot. Ich wurde umgebracht vom Jackenmonster. So, ihr seht hier, wir müssen 100 blaue Säcke sammeln für diese Jobquest, aber jedes einzelne Monster droppt einem das. Also, das heißt, man muss wirklich einfach nur 100 Monster töten, dann hat man die Quest fertig. Nachts ist es 9:30. Ja, Alter, 9:30 ist einfach mal schon fast mitten in der Nacht. Die meisten Leute schlafen schon. Dass ich hier diskutieren muss darüber, wann nachts nachts ist, ja. Ich hole dir gleich einen Wikipedia-Beitrag raus und schicke ihn dir, wo drin steht, dass wir gerade mitten in der Nacht haben. So, aber ihr könnt sehen, wir kriegen 0 EXP. Also hier rechts einfach 0 EXP, gar nichts. Das ist so bitter und sieht so komisch aus, aber ihr werdet sehen, es ist nicht so schlimm. Wir haben Füße noch gefunden. Ich liebe es einfach, Drops zu haben, ne? Es ist so geil. Lass den Arm mich in Ruhe. Er will seinen Stream genießen und zocken. Bock auf Dirty Talk? Boah, Basti, das hatten wir heute doch schon mal. Hatten wir doch heute schon zu Genüge, Dirty Talk. Jetzt hätte ich gerade, ohne Spaß, Leute, jetzt hätte ich gerade gerne meinen Warlock. Ich glaube, ich muss meinen Warlock machen dann, wenn es soweit ist. Ich merke es total, wirklich. So, mit einem Warlock bin ich einfach tausendmal schneller und ich bin das einfach mega gewohnt, einfach mit einem Warlock. Hab 10 Zeit für einen Knoppers. Ich habe es mir auch gedacht, nur ich wollte es nicht bringen. Ich dachte, dann werde ich hier wieder ausgelacht. In meinem eigenen Stream. Freunde, was ist los mit euch? Das kann doch nicht sein, ey. Aber ist egal, ich komme damit klar. Ich bin darauf nicht angewiesen, auf euren Zuspruch. Ist mir egal. Ich mache Streams nicht für euch. Ich mache Streams nur komplett für mich selbst. Und das war schön, sagst du, Basti. Hast du mir nicht heute Morgen gesagt, dass du fast gekotzt hättest? Oder war das vor Freude? Ey, Basti, du hast 1,3 Mille, dann mach mal eine Gilde auf. Mach mal die Kaiser-Crew. Und in der Kaiser-Crew ist einfach mal Original Shanks drin. Whitebeard. Ja, irgendwer muss Blackbeard sein. Ja, und Big Mom. Also zum Testen. Warte. Moment. Ich zock Warlock Cleric und heiße Jobcenter. Also zum Testen. Ich bann dich, wenn du Warlock machst.
Ich werde sowas von Warlock machen und ich werde dich hier sowas von debuffen die ganze Zeit. Ich werde dich sowas von auseinandernehmen. Wie willst du mich bannen, Digga? Ich bann dich. Big Mac, bann den weg. Ach ja. Ja, was kann ich zu uns sagen? Also, wir sind halt momentan, sind wir so vier Leute, würde ich sagen, die den Server, sag ich mal, erstellen. An sich haben wir noch Hilfe auch von außerhalb und so, auch nicht zu wenig. Aber wir sind vier Leute, so, ja, drei oder vier verantwortlich. Ich weiß, ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind wir so ein kleines Team, ein kleines GM-Team. Und an sich ist es wirklich so, wir sind alles eigentlich Leute, die schon seit 100 Jahren gefühlt Sigurd zocken. Und ja, wir hatten schon mal einen P-Server auf. Und ich will nur reden und dann sehe ich einfach mal, ich bann dich, wenn du Warlock machst. Mein GM-Account wird Big Mac heißen. Deine Mutter heißt Big Mac. Original ist gerade das Niveau vom Stream noch weiter gesunken. Ja, auf jeden Fall hatten wir schon mal einen P-Server und wir sind alles eigentlich so Leute, die spielen alle einfach super gern Silk Road. Es ist gar nicht so, dass wir P-Server erstellt haben, weil wir unbedingt so einen riesen Verein hier gründen wollten oder so, sondern weil wir einfach mal gerne auf einen Server zocken wollten, der so mega unseren Vorstellungen entspricht und wo wir glauben, dass wir vielleicht einen Server erstellen könnten, wo viele Leute sagen, boah, stimmt, das sind geile Ideen. Und ja, also wir sind gespannt, wie das dann wirklich alles am Ende ankommen wird. Und bis jetzt haben wir ein super geiles Gefühl. Also es ist schon ganz cool, so was man hier so aufbauen konnte jetzt in den letzten Wochen. Also es ging jetzt alles sehr schnell eigentlich. Das Witzige war, die Idee für den P-Server kam uns durch einen Stream, den ich gemacht habe. Ich habe einen Stream, den ich gemacht habe, das war noch ein Let's Play, das war kein Stream. Da habe ich darüber gesprochen, was für mich ein P-Server halt haben müsste. Ja, und nachdem ich so ein bisschen darüber gequatscht habe, hat dann ein Kumpel von mir halt mich bei WhatsApp angeschrieben, meinte, ey Digga, ich habe richtig Bock jetzt auf einen eigenen Privatserver. Und ich habe ihm noch gesagt, boah, mach jetzt keinen Scheiß. Ganz ehrlich, mach uns jetzt keine Schande. Wir zocken gerade alle auf einen Server zusammen. Das läuft doch ganz gut. Mach's nicht kaputt. Und während ich ihm die Nachricht geschickt habe, habe ich auch dann noch gemerkt, wobei. Dann habe ich ihm noch gesagt, obwohl, an sich könnte es auch ganz geil werden. Und zack, ging's los. Ein Gedanke hat den nächsten gejagt. Wir haben uns ganz schnell eigentlich gefunden an einem Punkt, wo wir gesagt haben, genau so soll der Server sein. Ja, und dann ging das eigentlich auch schon los. Also am selben Tag noch hat er schon Server-Files runtergeladen und hat sich an die Arbeit gemacht. Und ja, nach und nach haben wir immer mehr uns gefunden mit noch mehr Einzelheiten, weil am Anfang hat man so, ja, wir wollen ein Server mit dem Token-System. Ja gut, aber Drops wären auch geil. Ja, aber das neue Job-System ist auch cool. Ja, aber Goldbelohnung wäre auch nice. Ja, und so kam es dann immer weiter und weiter und weiter. Und letzten Endes hat sich dann so unser Server entwickelt. Wir sind alles Deutsche. Also, beziehungsweise wir reden alle Deutsch. Wer so richtig deutsch innerlich ist, Freunde, keiner von uns. Tatsächlich nicht. So ist es. Ich bin echt gespannt, was wir gleich an Belohnung kriegen. Also über die Hälfte haben wir schon. Also es geht an sich echt schnell, ne? Also das so eine Jobquest zu machen, ist ratzfatz. Ein Drop. Aber nichts Besonderes. Irgendwelche Garment-Schuhe. Hollywood. Hollywood ist immer Garment. Ja. Es gibt jemanden von uns, ich schwöre es euch, der hat einfach mal zig SOS-Drops und sowas gehabt. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Wird der Typ selber auch nochmal gucken oder GM sein? Auch zocken.
Wir werden alle auf dem Server wahrscheinlich ganz normal auch zocken. Also, ja, wir werden auch auf dem Server selbst keine GMs sein. Also, wir erstellen zwar den Server und machen dann auch Events und so weiter, aber wir werden jetzt nicht als GM so rumlaufen und da irgendwas machen. Dafür haben wir dann Leute. Also, Leute, die richtig engagiert sind und richtig Bock haben, die können sich bei uns melden und dann werden wir mit denen quatschen. Und dann gucken wir, ob der ein oder andere davon dann GM sein kann, wenn er möchte. Und die sind halt in erster Linie dann dafür da, im Game zu gucken, ob jemand bottet. Leute vielleicht mal zu helfen, weil sie irgendwo gestuckt sind und irgendwo nicht weg können oder so. Sowas gibt es ja bei Silverwood manchmal. Oder wenn jemand ein riesengroßes Anliegen hat, können die sich auch an den GM dann melden. Wenden und der kann halt uns direkt kontaktieren. Also das geht dann ganz schnell einfach. Ja, genau. So wird das sein. Also wir selber, wir alle werden selber ganz normal zocken. Und wir selbstverständlich werden uns jetzt nichts ercheaten oder sowas. Da das ist halt nicht der Grund, warum wir halt den PC-Server haben, ne? Es wird wieder so dunkel. Ich muss mir angewöhnen, vorher einfach das Licht anzumachen, auch wenn es so eigentlich gar nichts bringt. Aber im Laufe der Stunden dann, während des Streams, wird es dann immer dunkler, ne? Ich habe das Gefühl, man sieht mich ja gar nicht mehr, ne? Der muss dann einen Test machen, wie bei der Company im Prison Break. Um GM zu werden. Boah, Digga, das war. Ich hatte zwar Prison Break mal geguckt, aber boah. Nee, aber das machen wir tatsächlich. Also derjenige, der GM sein möchte, muss mit uns, also mit drei oder mindestens mit zweien von uns im Discord-Server mal quatschen. Und dann werden wir den halt natürlich bisschen ein paar Sachen fragen. Also definitiv können wir nicht jeden Heini einfach mal GM werden lassen. Nur wir haben selbst kein Interesse daran, die ganze Zeit nur als GM rumzulaufen. Aber mindestens der Manuel und ich, mindestens wir beide werden halt jedes Mal die Leute, ja, abfragen so ein bisschen, damit wir wissen, dass derjenige, der GM wird, auch keine Scheiße baut. Ne, Basti? Basti ist so ein Kandidat, der will GM sein. Aber der muss erstmal Bewerbungsunterlagen abschicken. Ich sage nein, sagt Aela. So, nochmal Schuhe. Guck mal, Level 26er Schuhe mit 3 Int. So geil eigentlich. Können wir nur nicht gebrauchen, diesen Garmit. Aber ach, an sich so geil. So, wir haben gleich die Quest fertig, also wir haben jetzt 78 Stück, wir brauchen 100, jetzt haben wir 79. Das Geile ist halt wirklich, jedes einzelne Monster droppt halt so ein Job-Item, ne? Und wir können alle Monster von Level 20 bis 29 gerade dafür auch töten. Also man könnte theoretisch gesehen einfach sagen, ich gehe nur kurz zu den Level 20er oder so und mach das schnell. Das Geile ist halt, es gibt ja Drops, deswegen lohnt es sich für mich gerade bei den höheren Monster zu leveln, damit wir vielleicht auch ein paar schöne Drops kriegen. Aber an sich, wenn es wirklich nur darum geht, ganz schnell zu machen, dann ja. Deine Mutter Bewerbung hattest du heute Morgen im Po. Alter, du bist doch scheiße. Doch, doch, du schickst mir eine Bewerbung. Per Post sogar. Du musst mir so eine Bewerbung per Post schicken. Dann musst du 2 Wochen warten. Dann kriegst du eine Rückmeldung von mir. Da drin steht dann, dass ich mich innerhalb der nächsten Monate bei dir melden werde. Dann lade ich dich ein zu einem Assessment Center. Dann kannst du da so ein paar Bewerbungsprüfungen machen. Und am Ende sage ich dir, leider wurde es nichts daraus. Wir freuen uns aber für dein Interesse und wünschen dir noch viel Glück auf deinem weiteren Weg. Und dann unten dein Edujan. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt die übelste Zeitverschwendung war oder ob das ganz gut ging. Wir reden von Zeitverschwendung und spielen ein Computerspiel, was nichts kostet.
Und was auch nichts bringt. Ja, Zeitverschwendung. Aber es ist so komisch, einfach gerade Monster zu töten, ohne auch nur einen einzigen EXP irgendwie zu bekommen. Ach ja. Ach ja. Ja, wenn die Quest fertig ist, gehen wir in die Stadt zurück. Und dann mache ich auch mal Licht an. Es ist komplett dunkel. Es ist hier komplett dunkel. Es ist halt auch mitten in der Nacht gerade. Na, habe ich ja eben schon erklärt, ne? Aber da gab es ja auch schon wieder Diskussionen hier und Streit. Wir hatten richtig Streit, hatten wir. Haben uns richtig gestritten und gezankt. Und Basti ist ein richtiger Stinkstiefel. Zankapfel. So, noch vier Stück, nur noch. Der Spawn ist halt echt schlecht, ne? Boah, ich bin das gar nicht gewohnt, dass ein Char so langsam grindet. Also ich brauche echt meinen Warlock, ne? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Nachdem ich diese Quest gemacht habe, soll ich mir einfach mal einen Warlock erstellen? Otto, sagt Sebastian. Selber Otto. Das ist hart, ne? Einfach mal selber. Das ist so einfach das Heftigste, was man machen kann. Einfach mal selber. Selber. Ja, soll ich mir einen Warlock gleich erstellen, liebe Leute? So, wir haben jetzt die Quest fertig. Die sammeln sich halt hier im Tradepad, diese 100 Stück gerade. Theoretisch gesehen könnte uns jetzt jemand töten, ja? Wenn uns jemand tötet im Job-Modus, wenn man im Danger-Modus ist, liegt meine Ware, die ich jetzt gesammelt habe, sozusagen auf dem Boden, also diese Quest-Items. Das Ding ist aber, die kann keiner aufheben. Die kann nur ich aufheben. Da muss man sich keine Sorgen machen. Klar, nur man muss halt wieder dahin laufen. Das bedeutet, da könnte dann wieder jemand sein. Es bringt dem Typen halt nur nichts. Nein zu Warlock. Das ist eine Stimme. Mal gucken, was der ein oder andere hier sonst zum Stream sagt. Also einer sagt, nein, kein Warlock. Mal gucken, was die anderen sagen. Vielleicht sagen jetzt andere Leute, ja, mach ein Warlock. Jetzt am besten, direkt. Mal gucken. Ja, der Basti hat halt Angst, dass ich ihn dann mit dem Warlock komplett überflügel. Dass ich mit dem Warlock dann eine neue Ära des Genusses entwickle. So, das Tradepad ist langsam, aber ich sage immer, langsam ist gut. Aela, altes Haus, was machst du denn hier? Mach Wizard. Willst du mich verarschen? Tarocket sagt Warlock. Also eine Stimme sagt Warlock, einer sagt Wizard, das ignorieren wir mal komplett. Aber wo bleibt denn das Tradepad? Ist das Tradepad irgendwo eingeschlafen oder so? Nee, komisch. Irgendein Problem ist gerade mit dem Tradepad. Irgendwo hängt es gerade fest oder so. Und vor allem, je weiter ich jetzt dahin laufe, desto weniger kann ich zurücklaufen. Guck mal, ich kann nicht weiter dahin laufen. Ich kann nur weiter in diese Richtung laufen. Hä? Wo bist du? Kann auch nicht draufsteigen. Keine Ahnung, wo es gerade ist. Und ich kann halt auch nicht. Ich kann dann nicht. Da ist gerade ein Bug. Also da muss man echt noch gucken. Irgendwas ist mit dem Tradepad buggy teilweise. Aber ich. Ah, hier, guck mal. Da oben. Wie kommt das Ding dahin? Was hat das Ding geraucht? Wie ist es da hochgelaufen? Was wolltest du da? Alter, was stimmt mit dir nicht? Du bist mein Tier, du hast mir zu folgen. Alter. Auf Ehrenbruderbasis, Wizard oder Bade? Auf Ehrenbasis. Aber so, auf Ehrenbruderbasis sogar. Auf Ehrenbruderbasis. Auf Nacken.
Aber diesen Bug gerade mit dem Kamel hatte ich damals sogar auch schon mal auf ISRO, dass dann auf einmal irgendwo so komisch war und da, genau dasselbe wie gerade hatte ich auch schon mal da. Ja, wir reiten jetzt einfach so da rein, dann kann uns nichts passieren. Also während wir reiten, ich mach mal eben Licht an, Leute. Ja, nicht wundern. Nicht, dass die Leute gleich sagen, der Geist hat Eddie getötet. Ach ja. Ich bin gleich sofort wieder da, Freunde. So, mal gucken, ob was nice im Chat steht. Mach Wizard auf Ehrenbruder-Basis, Big Mac Bandin weg, auf den Hals. So, ja, auf den Hals, aber richtig fett auf dem Hals, ey. Ich liebe es auf dem Hals. So, jetzt geben wir hier mal die Quest ab. Da vorne war es. So, und jetzt gucken wir mal, was wir an EXP kriegen. Level 30, Digga, gezählt. Nice. So, Begin Job Activity, jetzt geben wir das ab. So, wir sind Job Level ab, Level 26. EXP haben wir. Sekunde. ...46.000 bekommen. Das bedeutet, wir haben circa 10% bekommen. So viel würde man halt in diesem Levelbereich ungefähr auch beim Grinden kriegen. Wir haben 184 Skillpunkte bekommen. Wir haben ein bisschen Gold bekommen, aber nicht viel. Ja, aber wir sind halt Job Level 26 gekommen. Ja. So kann man dann seinen Jobmodus ein bisschen hochpushen. Und ist auf jeden Fall keine verkehrte Sache. Ja, ich hatte eben mein Mikro noch nicht bei mir. Ich hab's, es lag da so rum. So, also. Boah, soll ich einen Warlock machen, Freunde? Soll ich einen Warlock machen? Noch nicht. Jetzt zocke ich erstmal hier weiter, ja. Sonst gibt es nachher noch richtig Ärger mit Basti. Und mit dem Warlock kann ich mir noch überlegen. Den Warlock kann ich auch. Ich könnte mir einen Warlock machen, den erstmal auf Level 20 ziehen, so selber. Und dann, sobald ich Level 20 bin, dann im Stream. Weil ab Level 20 gibt es Drops und dann wird es auch geiler und interessanter. So, ein bisschen hier das Inventar mal leerräumen. Und boah, haben wir hier viele Sachen, ne?
Ich muss echt mal Inventarerweiterung machen, nur da hatte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Habe ich gar keine Böcke? Habe ich gar keine Böcke drauf? Habe ich überhaupt keine Böcke? Taroke, hier. Wizard, einmal. Niemals, Digga. Niemals. Also ich habe schon mal einen Wizard gehabt, aber. Nee. Ganz ehrlich. Wizard auf gar keinen Fall. Glavy mache ich mir auch auf gar keinen Fall. Vorher fresse ich einen Besen. Definitiv fresse ich vorher einen Besen. So, jetzt haben wir mal unser Inventar mal leer gemacht. So, ich freue mich schon, Freunde. Samstag habe ich einen Umzug. Und mit dem Internet ist schon alles geklärt. Ich werde richtig normal Internet ab dem 2. wahrscheinlich haben oder 2. oder 3. Juni. Und die Tage vorher werde ich wahrscheinlich mit dem Vormieter klären, der jetzt momentan da wohnt, dass ich noch sein Internet weiter benutzen kann für die paar Tage. Mitbenutzen kann. Warlock und Yuka machst du immer. Ja, Digga, was soll ich machen? Ich mache ja auch natürlich nur Chars, die gut sind. Warum soll ich jetzt auf einmal einen Rouge Warrior zum Beispiel machen? Für einen Arsch. Ich kann ja auch einen Full STR Wizard machen. Ist ja nur zum Testen. Was muss ich testen? Ich will keinen Char zum Testen machen. Werden dann alles geschissen? Nee, aber ohne Spaß, wozu soll ich einen Test-Char machen? Testen. Nee. Ich mach ganz bestimmt keinen Char mehr zum Testen. Nee, du. Nee, danke. Nee, aber danke trotzdem. Das ist das Geile. Das sagen Deutsche immer. Nein, aber danke trotzdem. Nein, das ist lieb von dir, aber. Nein, danke. Ach, nicht der Rede wert. Nein, nicht dafür. Warrior Rouge. Warrior Rouge. Ich weiß nicht, wie kommt man auf so eine kranke Idee, Warrior Rouge zu machen? Niemals. Komplett reiner PvP-Char und das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Niemals. Niemals. Wir wissen das doch nicht. Wir müssen doch gucken, wie die sind. Wir wissen. Alter, mir guckt kein Mensch zu. Und die, die mir zugucken, die kennen das Game. Mach dir einen Blader. Ist genau für dich. Ultra geil. Ultra geil. Sogar eigentlich liebe ich Blader. Eigentlich liebe ich diese Charakterklasse, aber ich würde sowas von abgefuckt sein. Ich würde eine Stunde mit dem Char zocken und danach sagen, okay, gut, das war's. Ich lösche Silk Road wieder. So, wir. Ich würde so gerne einfach Gap 0 machen, aber noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen farmen. Könnten eigentlich einen Yunick hunten. Basti, hast du Bock, einen Yunick zu hunten? Wir könnten TG mal laufen, Cerberus, die ganzen Yunicksen da. Sollen wir mal Yunicks klatschen gehen? Jetzt mit Level 30 kannst du ja nuken. Jetzt gehst du doch richtig ab. Schade, Ingame-Sound geht leider immer noch nicht. Haben wir zwar ratzfatz auch gefixt, aber haben wir noch nicht uns drum gekümmert. Weil Sound reinzumachen ist das kleinste Problem. Tiger Girl, sehr gut. Ich mach mal eine Party hinten rein. Dann können wir mal TG hunten gehen. Habe ich gerade Bock drauf. Habe ich gerade richtig Böcke drauf. Ich gehe immer neutral an diese Sache ran, ja. Immer komplett neutral. Ich habe keinen Bock auf irgendeinen Stress. Ich habe keine Böcke auf irgendwas. Ja, Anton, Izzy wird dann deine Aufgabe, ja? Die wartet auf dich.
Die wartet die ganze Zeit schon auf dich. Die hat vorhin schon geweint sogar. Die war so im Teamspeak-Channel so alleine. Da bin ich reingegangen. Dann habe ich nur gehört, wie die geweint hat. Bin ich ganz leise wieder rausgegangen. So, dann holen wir neue Pots und alles. Und dann wird einfach mal Tiger Girl gehuntet. Und dann Cerberus, der Captain Ivy. Ja, und das war's. Tokens mal umtauschen. 103 Stück. Wie viel sind das? Geteilt durch 3, also das heißt 30, 33, 34. So, wir haben 107 Stück. Können wir uns eine neue Waffe leisten? Jawohl, können wir. Können wir uns sogar richtig easy. Wie geil ist das denn? Jawohl. Schön. Level 24er Sandspeer. So was wollte ich sehen. Krass, hätte ich nicht gedacht. Dann holen wir uns neue Tränke. Nochmal schön auffüllen. Zack. Zack. Und noch Universalpillen. Da haben wir jetzt auch ganz neue sogar. Man muss die immer neu reintun. Das bin ich gar nicht gewöhnt, dass man die dann immer wieder unten reinmachen muss. Man kann FGW kaufen. Ja, man kann hier Forgotten World Steine kaufen. Wir gucken noch, ob wir die komplett drin lassen, dass man sich die kaufen kann, auch noch nebenbei. Oder ob wir vielleicht machen, dass man nur vom 35 bis 50er sich die kaufen kann, weil die gibt es relativ selten sogar so bei den Monster. Und vor allem in einem gewissen Levelbereich kriegt man die generell nicht mehr, diese Steine, weil man zu hoch ist für die Envies und deswegen droppen die einen das nicht mehr. Deswegen ist das eigentlich ganz geil, dass man sich die kaufen kann. Aber das müssen wir halt noch gucken, ob wir das auch für die anderen Levelbereiche so lassen. So, wir gucken mal hier. Nee, Wolf ist noch nicht da. So, dann wird jetzt losgelegt. Dann wird jetzt Tiger Girl gesucht. Wobei, hey, ganz ehrlich, was machen wir uns hier den Aufwand? Wir benutzen einfach nur Reverse, teleportieren uns hier hin und gut ist. Was machen wir uns hier für einen Stress? Mal gucken. Ob ja, hier ist sie. Hier ist die gute Alte. Aela, ne? Hast du gesehen? Tiger Girl ist hier am Start. Was ist mit der Idee mit dem farbigen Berserker? Ja, das sind Spielereien momentan, auf die wir momentan noch gar keine Rücksicht nehmen wollten, auch weil jetzt erstmal dieser ganze andere Scheiß erstmal für uns im Vordergrund stand. Und ja, mit farbiger Berserker und so weiter, das kommt alles noch. Das machen wir alles im Nachhinein dann noch. Momentan erstmal noch nicht. Da ist Aela. Hier, wir können uns da gegenseitig einen Pain-Buff geben. So. Wenn du so Bock auf Warlock hast, mach dir einen Bro. Und viel Erfolg bei TG Shasta. Dankeschön, mein Freund. Ja, ich glaube, ich sollte wirklich einfach einen Warlock machen, wenn ich so Bock drauf habe. Hast schon recht, weil sonst werde ich die ganze Zeit so zocken und denken, boah, soll ich Warlock machen? Ja, ich denke, letzten Endes läuft es darauf hinaus. Jetzt guckt euch den Damage an. Boom, 3000. Boah, so geil, ey. Als wäre er konstant im Berserker-Modus im Vergleich zu mir. So krass. So, ich gehe mal ein bisschen mehr auf den Spawn. Weil der Kill wird definitiv Aela sein. Ist auch gut so. Deswegen werde ich ein bisschen mehr mich auf den Spawn konzentrieren. Ja, so ist das. Und Aela, danach Cerberus, würde ich sagen, oder? Ich bin mal gespannt, wie viel XP Tiger Girl uns noch gibt.
Aela, wenn du Bersi hast, dann hau gleich mal Bersi rein, ja, weil ich kriege jetzt bestimmt Berserker voll gleich. Und dann hau ich auch Bersi rein. Dann sind wir ratzfatz fertig hier mit der kleinen Tiger Girl. Zerb dann? Was meinst du damit? Meinst du damit, dass du Cerberus schon getötet hast? Oder meinst du damit, okay, lass uns Cerberus danach töten? Halb down schon gleich, Tiger. Es geht ratzfatz, ey, ohne Spaß. Es geht richtig, richtig schnell. Können wir machen. Sehr schön, super. Ja, jetzt Berserker. Boom. Das nenne ich Damage. Das nenne ich mal Damage. 5000 Damage, das ist geil. Kann ich auch mal ein bisschen Skillpunkte jetzt farmen. Wirklich, mit Skillpunkten hänge ich so hinterher. So. Geht ja ganz gut, würde ich sagen. Ich hoffe, Aida kriegt auch noch Berserker, weil sonst nachher habe ich tatsächlich noch den Kill. Und das wäre eigentlich unfair, weil ehrlich gesagt wäre der Kill easy für Aela. Aber gucken wir mal, gucken wir. Und danach machen wir Cerberus. Ja, Captain Ivy wird noch zu schwer, glaube ich. Ich glaube, für Captain Ivy müssten wir Level 32 schon sein. Und, ich weiß gar nicht, ob hier diese Levelsperre ist. Das müssen wir noch testen. Oh, wow, wow, wow. Okay, jetzt muss ich langsam aufpassen. Ich mache mal Snowshield rein. Ich weiß gar nicht, ob hier diese Levelsperre ist. Also, dass man Unix töten kann mit einem gewissen Level und so weiter. Weil die werden wir auf jeden Fall reinmachen. Aber ich weiß gar nicht, ob die vielleicht sogar schon drin ist oder nicht. Keine Ahnung. Spawn. Ja, ja, ich hau jetzt erstmal nur auf den Spawn drauf, weil ganz ehrlich, das darf man nicht unterschätzen. Also, so ein Unique ist das Krasseste an einem Unique ist immer der Spawn halt, ne? Und bei Tiger Girl halt auch noch dieser abfuckende Zombie-Status, ganz ehrlich, das nervt so sehr. Ich merke immer, wenn ich Zombie-Status habe, ist mein HP auf einmal deutlich lower. Zum Beispiel, ne, oder CB ist mega cool, wenn bald alle hier auf Level 100 sind, ab nach Rock, das geht dann richtig ab. Achso, CB meinst du Zap. Ja. Boah, da hat's gerade geleckt. GZ Aela, sehr schön. Und wir haben Level Up und sogar 95% schon wieder. Mega geil. Und wir haben richtig schön Skillpunkte bekommen. Perfekt. Gab's auch einen Drop? So, Helm können wir anziehen. Sehr schön. Ne, einen richtig, so einen krassen Drop gab's jetzt nicht. Also es gab zwar Drops, aber nichts Besonderes. So, jetzt auf zu Cerberus, würde ich sagen. Muss eh in die Stadt, um nochmal zu reparieren und so. Jetzt wird Cerberus gehuntet. Ah, geile Prozente. Richtig krass. Und wir haben auch ein Elixier bekommen. Protector Elixier. Sehr schön. Unser erstes Elixier. Heftig. Oh, da läuft ja jemand rum. Your Mom. Hi. Hallo, meine Mutter. Keine Ahnung. Es laufen hier schon Leute rum, die ich gar nicht kenne. Wer auch immer Your Mom ist. Fake Eddie. Wer ist Fake Eddie? Wer bist du? Was bist du? Warum bist du? Was willst du hier? Eins, was auch immer sehr wichtig ist, finde ich persönlich, ist bei Cerberus definitiv immer schön Universalpin nochmal voll haben. Weil der macht Statusveränderungen ohne Ende.
So, und hier rein. Und wie immer, ich habe keinen Bock zu laufen. Deswegen wird sich teleportiert. Weil ich dich liebe. Ja, ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch, mein Freund. Komm auch mit uns zu Cerberus, dann kriegst du ein paar Prozente. So, einmal ganz nach hinten zu Konstantinopel. Zu Konstantins Popel. Hihihi. Ich gehe mal hier runter zu Garden of Gods. Mal gucken, ob wir Cerberus hier direkt finden sollten. Ich hoffe es. I hope it. Weil eins, was ich mehr hasse als alles andere, ist, wenn man lange braucht, um einen Unique zu finden. Also so richtig lange braucht. Und das habe ich bei Cerberus, fragt mich nicht wieso, so oft, ja. Gerade weil Unique ist, was einfach mal übertrieben krass zeigt, ich bin hier am Start. Es regnet einfach mal bei dem Typen. Es regnet einfach da und ich brauche manchmal Ewigkeiten, bis ich den Typen finde. Ewigkeiten. Von daher gründlich suchen bei dem. Your Mom, komm, du kannst hier in die Achterparty rein. So, irgendwo wird er hier bestimmt rumchillen. Basti ist hier auch unterwegs. So, mal ein Stückchen Wasser. Ist echt so nach so, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufnehme, aber nach einer gewissen Zeit irgendwann merkt man einfach mal richtig krass, dass der Hals anfängt zu jucken. Also zu kratzen. Ja, Freunde, also ich bin echt am Überlegen, dann demnächst mal auf Twitch zu wechseln. Dann wäre es natürlich geil, wenn jeder von euch einfach mit dazukommt. Gibt Party für Zerb, bitte. Ja, ist ja hinten drin. Ja, das wäre mega geil, weil. Oh, Your Mom hat. Achso, Your Mom hat nicht Cerberus gefunden, sondern die Party gefunden. Ich dachte schon. Ist ja auch nicht schwer, die Party zu finden. Ja, genau. Ah, hier, Cerberus. Aela, komm. Wir buffen uns. Ja, Cerberus ist auf jeden Fall noch ein Stückchen krass. Also der ist ja Level 24. Das bedeutet, ein bisschen höher als Tiger Girl. Der haut ganz gut rein. Uff, Crit grad von 500 oder so, ne? Und wir hatten das Schild an. Your Mom ist schon da. Your Mom muss aber gut aufpassen, weil Your Mom wird One-Hit sterben. Bogenchar. Ich weiß, dass jemand Bogenchar machen wollte. Nee, Bogenchar wollte der Anton machen und der kann noch nicht auf dem Server hier drauf sein. Von daher, ich weiß nicht, wer Your Mom ist. Geh mir gerade ein Brot machen. Willst du mich verarschen? Willst du mich fucking nochmal verarschen, Digga? Komm hier hin, ich brauche deinen Buff. Boah, das wird so geile Prozente für Your Mom geben. Ich sag's euch. Aber es wird auch geile Prozente für mich geben, ganz ehrlich. Ich hau mal Snowshit rein, solange Basti noch nicht da ist. Basti weiß es. Basti weiß, wer du bist. Dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen, bist du Rotzbur. Ja, definitiv, du bist Rotzbur. Digga, ich kenne dich. Ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst, glaub's mir. Das wird dann mein Kill werden, Leute. Außer Basti haut gleich. Außer Basti haut gleich richtig rein. So, erstmal den Spawn hier schön auseinandernehmen.
Aber das liebe ich an Speer. Die haben einfach so geile Flächendamage-Angriffe. So, Bersi rein und auf den Spasti drauf. Bekommt gerade Angst vor dir. Master. Tja, Digga. Ich weiß es halt. Ich konnte kombinieren. Du hast nicht ohne Grund letztens irgendwas über Bogencha auch gesprochen. Ja, ich bin aufmerksam, weißt du? Sunaktra. Hey, könntest du vielleicht deine Einblende nach links ziehen, damit man sieht, wenn du skillst? Eher dahin, wo der Chat ist vielleicht. Ja, klar. Macht für mich gar keinen Unterschied. Zack. So, Aela ist jetzt auch am Start. Aela, kannst du mir direkt Pain geben, bitte? Das wäre super geil. Weil, boah, ich schwör's dir, Damage haut er noch gut rein. Your Mom kriegt schön Level Ups, Level 6 schon. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass es jetzt so besser ist mit dem, ich mache mal auch mein Bild einfach ein bisschen kleiner. Ich sehe, dass es auch echt groß ist mal wieder. Ich denke, das sollte vollkommen reichen. Ist ja hier keine Modeschau hier, ne? Oh, Your Mom steigt Level für Level ab, normal. Ich bin so gespannt, was wir für ein Level kriegen. Also Level 28 kriegen wir schon beim Spawn definitiv. Das bedeutet, so Level 30 könnte sein. Boah, ist ja so geil. Ja, für alle Leute, die jetzt gerade da sind, also das ist unser Server Elefor, der momentan in der Beta-Phase ist, auf der leider, sage ich mal, nur noch die spielen können, die momentan auch wirklich bei uns im Discord-Server sind. Da gab es circa eine Woche oder so die Möglichkeit, drauf zu joinen. Jetzt haben wir da mittlerweile so unsere 20 Leute ungefähr und die können momentan die Beta-Phase testen. Ja, und die Beta-Phase endet wahrscheinlich in, ja, hängt davon ab, wie gut es läuft. Aber sag ich mal, ungefähr einen Monat lang oder so wird es bestimmt diese Beta-Phase geben. Ja, und dann können wir den Server auch irgendwann offiziell starten. Zerp, hast du locker, Digga, bist gut. Dankeschön. Danke, 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 danke. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Immer schön Spawn weghauen, Leute. Das ist sowas von wichtig. So, wir haben auch schon wieder 582 Skillpunkte. Mega geil, ohne Spaß. Und ich guck mal, ob irgendwas noch zu skillen war, weil ich habe letztens halt geskillt und habe ein paar Sachen weggelassen, die nicht so wichtig waren. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Den Skill habe ich nicht gemacht, aber den brauche ich tatsächlich auch nicht. Nö, passt alles. So, wir buffen uns eben schnell neu. Damit wir das gleich nicht machen müssen, wenn es gleich hier noch mehr abgeht. Snow Shield geht aber echt lang, ne? Ist das immer so gewesen? 2 Minuten geht Snow Shield? Oder ist das die Abklingzeit? Ich glaube, Snow Shield geht 2 Minuten. Voll heftig. Hatte ich gar nicht so eine Erinnerung. Your Mom, steh auf! Ah, okay. Welches Level ist Your Mom? Level 8. Ach, Your Mom muss wahrscheinlich immer wieder potten wegen den Pain Damage. Schön hier auf den Spawn immer nebenbei. Weil, boah, wenn ich sterben würde, ist ja so bitter, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich hasse es zu sterben. Nicht mehr viel, Freunde, nicht mehr viel. Ich freue mich auch, wenn ich dann gleich nuken kann, vielleicht, falls ich jetzt Level 30 komme. So. Schön
schön den Spawn wegklatschen. Du übertriffst dich immer wieder. Danke, danke, danke. Was heißt übertreffen? Es geht immer nur darum, aufmerksam zu sein. Immer schön aufmerksam sein. So, yo Mom, was geht bei dir? Level 11, sehr geil. Jetzt ist Cerberus auch ein guten Levelbereich für dich. Vorher war er ja noch zu hoch, jetzt hast du dich richtig schon angeglichen. Gleich geht's ab für dich. Gleich geht's richtig, richtig ab für dich. Wir holen Snowshield rein. Boah, und dann könnte man überlegen mit Captain Ivy. Vor allem Rotzbur, dann könntest du mit deinem hohen Char kommen, dann können wir zu dritt Captain Ivy versuchen. Wenn du Bock hast. Wenn du Böcke hast. So, Freunde. Jetzt. Bin ich gespannt. Bin ich richtig gespannt. Jawohl. Level 29. Leider, sag ich mal. Aber wir haben Cerberus gekillt. Danke, danke, Joma. Danke, danke, Aela. Und ja, das war nice. Kein SOS-Drop. Was denn hier los, Freunde? Hab euch fast überholt. Level 23 ist Your Mom gekommen. Leute, überlegt mal. Eben noch Level 1 und jetzt Level 23. Skillen wir? Ne, wir farmen noch. Also, was heißt farmen? Wir sammeln noch ein paar Skillpunkte, damit wir auf Level 30 wenigstens die Nukes direkt skillen können. Wir können hier ein paar neue Sachen anlegen. Ja, jetzt würde ich sagen zu Captain Ivy, ne? Und Rotzbohr, da müsstest du dann mit deinem Hohn kommen. Danke, Tarocket, für dein GZ. Ja, also ich bin definitiv dafür, dass wir Captain Ivy suchen. Ich gehe mal eben die Town, dann repariere ich wieder mal und alles. Ja, und dann versuchen wir es. Nur Captain Ivy, da brauchen wir auf jeden Fall Level 32er dabei. Was für ein Level hat denn der Aela ist Level 31, ja, ganz knapp. Da haben wir mal eine kleine Unique-Session hier gehabt. Schön, mein erstes Unique gekillt. Das tut gut. Das fühlt sich gut an, am ganzen Körper kribbelt's. Okay, wir verkaufen einfach mal die Sachen hier. Das ist in Ordnung. Lucifer, sehr schön. Level 33. So können wir es packen. So schaffen wir jetzt Captain Ivy. Auf jeden Fall bin ich guter Dinge. Boah, guck mal, nur noch 41 Universalpillen. Also da sieht man wirklich mal, wie viele Universalpillen man bei Cerberus echt braucht, ne? Das ist heftig. So, dann geht's jetzt zu Captain Ivy, Freunde. Erstmal hier Unipillen. So, so. So, so, so. Jetzt kommen die wieder rein. Captain Ivy ist beim Amphitheater, glaube ich, ne? Weil getötet haben wir sie, glaube ich, noch nicht. Das bedeutet einmal Tag. Ja, Amphitheater. Aber die werde ich nicht berühren, bis nicht ein Hoa da ist. Also bis nicht Lucifer da ist. Ja, hier ist sie. Da vorne. Da ist sie. Aber die lasse ich erstmal in Ruhe, weil ganz ehrlich, da bin ich schneller tot als... keine Ahnung. Mal gucken, was die uns hier... Ein Drop direkt. Direkt ein Drop, Freunde. Brauchen wir zwar nicht, aber Drops sind immer geil. Rein in die Olga. Big Mac bann den weg, Digga. So, Lucifer ist auch am Start. Sehr gut. Jetzt wird erstmal schön hochgebufft. Und dann wird die Olga weggehauen. So, Lucifer.
Ich würde sagen, wir locken die mal so ein bisschen weg an eine Stelle, wo nicht so viel Monster sind. Ich glaube, vielleicht ist hier hinten gar nicht so verkehrt, wenn man einfach mal hier hinten sie hinlockt. Weil sonst, komm mal am besten hier hinten hin, ja? Weil hier sind wirklich kaum Monster und sonst haben wir nachher echt die ganzen Punisher noch nebenbei. Wenn dann so ein Giant wieder hinten spawnt, dann wird's echt anstrengend, weil die machen ja auch nicht wenig Schaden. So, wir müssen einfach immer darauf achten, wirklich, dass wir uns. Oh komm, wir töten den Giant eben noch. Wir müssen echt gucken, dass wir uns immer gegenseitig schön Pain geben, weil ich denke, solange wir darauf achten, dann schaffen wir das. Ich weiß gar nicht, ob Captain Ivy hier Spawn hat. Also, das ist echt von Version zu Version echt unterschiedlich gewesen. Also, in manchen Versionen hat sie einen Spawn und in manchen halt nicht. So, rein in die Olga. Wie schon der gute Anton gesagt hat. So, die muss aber echt noch ganz gute Prozente geben eigentlich. Also alles andere wäre Wahnsinn. Alles andere wäre völliger Quatsch. Ich hab nicht ohne Grund mich jahrelang vorbereitet, um gegen Captain Ivy zu kämpfen. Ich habe nicht ohne Grund jahrelang am Holzapparat rumgemacht. Ich habe nicht ohne Grund von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten mich zusammengeschlagen, mich selbst. Gleich hast du tolle Nukes zum Skillen und dann Damage machen. Jawohl, so ist es. Gleich geht's richtig ab. Oh, die hat Spawn. Der Spawn ist zwar jetzt noch schwach, aber jetzt gibt's noch Unterschiede und zwar, es könnte sein, dass sie halt Spawn hat und zwar die ganze Zeit. Oder dass sie nur Spawn hat bis zur Hälfte und ab der Hälfte kein Spawn mehr. Gibt's alles, wirklich. Bei Captain Ivy ist ganz verrückt. Da gibt's so unterschiedliche Arten, wie sie drauf sein kann. Jawohl, Aela hat Bersi. Sehr geil. Das ist jetzt richtig guter Damage. Das ist so behindert mit dem Spawn, mit dem Punisher da hinten. Ich finde so unnötige. Oh, Spawn. Ich bin sowas von down. Wir waren alle down. Nicht schlimm. Wir haben ja alle noch unsere Wiederbelebungsschriftrollen, würde ich sagen. Und dann müssen wir wirklich immer gucken, wenn wir wissen, Captain Ivy hat gleich ihren Spawn. Da müssen wir jetzt kurz weglaufen und dann wirklich den Spawn vorsichtig töten, sonst schaffen wir das nicht. Aufpassen, weil die machen Flächendamage. Ich muss richtig aufpassen, weil die anderen haben halt alle Fernangriffe. Ich habe leider keine Fernangriffe. Ich bräuchte bitte Pain. Einmal von irgendwem. Am besten organisieren wir uns so, dass wir wissen, immer einer gibt immer jemanden speziellen Pain, damit wir nachher nicht da stehen und sagen, ja, wer gibt denn jetzt Pain, sag ich mal. Also ich gebe immer an Lucifer Pain. Und Lucifer gibt Aela Pain und Aela gibt mir Pain. Also das heißt, ich muss mir eigentlich nur Lucifer merken. Ich glaube, so macht das Sinn. So, und jetzt, wirklich, wenn wir sehen, sie hat diesen roten Kreis um sich herum, müssen wir immer kurz weglaufen, damit wir halt echt durch den Spawn nicht sterben. Weil unendlich viele Wiederauferstehungsschriftrollen haben wir leider nicht. Die sind tatsächlich sehr rar. Ich hoffe einfach, dass sie wirklich ab der Hälfte keinen Spawn mehr hat, weil dann hat man danach immer echt so Ruhe. Dann kann man wirklich einfach nur noch draufhauen, dann ist das ganz entspannt.
Jetzt haben die sich gegenseitig Pain gegeben. Jetzt habe ich gerade niemanden Pain gegeben. Dann lassen wir das so. Aufpassen, Spawn, Spawn, Spawn. Ich hoffe, die haben es geschafft, aber sieht gut aus. Sehr gut gemacht, Leute. Ohne Spaß. Das ging jetzt ratzfatz. So. Oh, Cerberus spawnt auch noch. Es regnet. So. Ah, ich hätte so gern jetzt Nukes, weil dann könnte ich ganz normal von weitem angreifen. So. Aber wir machen das gut, würde ich sagen. Wir machen das echt in einem guten Team hier. Es sind halt echt, wenn man mit guten Leuten zockt, dann ist das, kann das Game auch richtig gut laufen. Je nachdem, mit wem man zockt, ist es echt so, dass man nur noch denkt so, warum? Warum machst du das? Wieso spielst du so schlecht? Es regnet. Wo ist Cerberus? Cerberus denkt sich bestimmt, niemand greift Captain Ivy an außer mir. Cerberus ist schlechter als Captain Ivy? Ich weiß. Ich weiß doch, liebe Kinder. Liebe Leute. Liebe Leute. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Gleich kommt ein neuer Spawn. Will ich ja nicht zu unterschätzen. Boah, da sind drei Punisher. Ich hasse Punisher, ne? Also eigentlich sind Punisher richtig geil, aber die sind ungünstig jetzt hier gerade. Spawn, 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 spawn. Ich hoffe, es hat jeder geschafft wegzulaufen. Jetzt gibt es auch den Punisher-Spawn. Das ist der krasseste Spawn hier, weil das sind einfach mal Punisher-Elite und die hauen übertrieben rein. Nein, 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 nein. Boah, das hat das so gefährlich hier, ne? Vor allem jeder Damage, den man unnötig bekommt, ist für die ganze Party einfach übelst fatal, so, ne? Wenn ich jetzt einfach mal Damage reinkriege, kriegt den die gesamte Party. Und ja, das kann echt. Oh, da ist noch. Jawohl, sehr gut. Ja, lass uns wieder Captain Ivy weglocken ein bisschen, weil die steht da echt ungünstig. Da werden wir gleich 1000 Punisher noch um uns rum haben. Ja, mindestens ein Spawn kommt definitiv noch. Ja gut, die haben Bock einfach zu attacken. Oder? Nee, Basti läuft, sehr gut. Kommt, kommt, kommt. Zeit auch, sich kurz neu zu buffen. Weil ich finde immer buffen ohne Spaß, wenn man mittendrin sich auf einmal buffen muss. Abfuck. Captain Ivy hatte gar keinen Bock mitzukommen, die chillt da hinten. Captain Ivy ist auch so hohl, ne? So, Pain verschwindet gleich, Leute. Das heißt, achtet bitte auf Pain. Und mein Pain ist weg. Ich hoffe, der kommt direkt wieder. Da vergisst jemand Pain zu geben. Ich gehe mal besser ein bisschen zur Seite, bis ich Pain bekomme. Der Spawn kommt, Freunde. Und bitte, irgendwer muss mir bitte, bitte Pain geben. Lucifer ist tot, scheiße. Ich hoffe, Lucifer kann noch aufstehen. Nee, scheint nicht so. Lucifer scheint in die Stadt gehen zu müssen. Oder schien in die Stadt gehen zu müssen. Das ist natürlich sehr ungünstig, weil sein Damage ist dann leider jetzt weg. Aber gut. Kann man nichts machen.
Dankeschön, Lucifer. Und Lucifer braucht dann auch neuen Pain. Boah, ich hasse die, ne? So viele Punisher. So, jetzt müssen wir gut aufpassen, Freunde. Nicht, dass wir nochmal hier, dass nochmal jemand stirbt. Oh, das ist zu knapp. Aela. Boah. Das war echt Damage gerade. Ich kann kaum Damage machen. Das ist so scheiße. Aber wir haben es gleich geschafft. Also den Spawn zu killen. Oh, 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 oh. Ich hau mal Snowshield rein. Die können auch teilweise dann so weit laufen, ne? Das ist auch echt so bitter. Ja, jetzt müsste der Spawn tot sein. Wo ist Captain Ivy? Da ist sie. Hier ein bisschen Lucifer unterstützen. Der hat da auch ein paar Punisher am Start. Captain Ivy nicht luren. Okay, kein Ding, wie ihr wollt. So. Jetzt müssen wir immer noch aufpassen. Es könnte sein, dass sie halt immer noch spawnen. Wir wissen es nicht genau. Also, normalerweise nicht. Aber es kann tatsächlich sein. Jetzt gerade bewegt sie sich gar nicht. Jetzt gerade, sie ist eingeschlafen. Kurz so, einfach so, die hat Narkolepsie. Das ist, wenn man einfach mal so nebenbei kurz einpennt. Die dachte sich auch so, wo bin ich? So, Lucifer hat Bersi bekommen. Sehr schön. Sieht auch gut aus, dass kein Spawn mehr kommt. Dann werde ich jetzt auch Bersi reinhauen. Boom. Oh, was ich auch liebe, das ist ja ein 100er Cap Server. Das heißt, man kann hier die Captain und die General Quest machen und sowas alles. Boah, es wird auch richtig geil werden. Glaubet's mir. Mal gespannt, wie viel EXP das werden. Weil leider musste Lucifer zurück in die Stadt. Das bedeutet, sein Damage ist weg. Das heißt, auch die EXP sind sozusagen weg. Battle Arena Registration ist jetzt offen. Eben habe ich mal einen Disconnect bekommen wegen Battle Arena. Aber gut, danach hat er bei mir gepatcht. Vielleicht lag es auch daran, dass der Patch noch nicht drin war. I don't know, liebe Leute. I don't know. Ja, gleich ist Captain Ivy down. Ich liebe es, wenn sie wirklich zum Ende einfach keinen Spawn mehr hat und man einfach draufhauen kann. Man sieht auch, wie viel schneller es dann geht, wenn man einfach nur noch draufhauen kann. Boah, und wie viele Skillpunkte wir wohl gleich haben werden. Weil Gap haben wir momentan ein Vierer. Pff, Vierer Gap ist schon ordentlich. Ah, guckt euch das an, es sieht so geil aus. Zwei Sperrnuker. Ich liebe es, wenn viele gleiche Charaktere da sind. Das sieht dann immer so cool aus. Das liebe ich aber auch am Warlock, wenn viele Leute Warlock machen. Boah, ich muss Warlock machen. Nur Basti, machen wir beide Warlock, würde ich sagen. So, Freunde. Gleich ist Captain Ivy down. Was für ein Level habe ich dann? Ich sag Level 31 mit 70%. Level 30, ah, wie schlecht. Trotzdem. Aela, GZ! Sony Black 2 kommt. Keine Ahnung, was das ist. Geil, Leute. Richtig, boah. Harfe, Level 29 mit 87%. Oh, und ich muss euch was zeigen, was man auch machen kann. Nee, kein SOS leider. Erneut kein SOS. Aber Level 30, das bedeutet, jetzt wird nur wirklich
die Elemente hochgeskillt. Und erstmal nur die Nukes. Damit wir endlich nuken können. So. Der kann eigentlich dann raus, dieser Skill. Den brauchen wir erstmal nicht mehr lange Zeit. Bei Cold. Der Ice Nuke. Wobei der Ice Nuke ist auch kaum relevant ganz lange. Lassen wir auch mal weg. Und skillen das. Und nee, das lassen wir auch alles weg erstmal. Jetzt gucken wir mal. Imbue kann auf jeden Fall hoch, der ist immer wichtig. Jetzt skillen wir Heuxal hoch. Und machen hier den HP-Buff, der ist wichtig. Der Buff ist wichtig. Der Skill. So, die Skills sind wichtig. Jetzt machen wir hier die Buffs mal höher. Dann haben wir das da. Snowshield kann höher, das ist auch wichtig, ganz vergessen. Diesen passiven Buff. Der ist auch geil. So, schaut mal, wir sind ja schon richtig professionell hier. Die haben nebenbei einen Giant gekillt, auch gut. Das machen wir hoch. Boah, guckt mal, uns fehlen mal richtig krass Skillpunkte. Den machen wir aber auch mal. So, jetzt haben wir erstmal keine SP mehr. Aber egal, wir haben richtig geil hochgeskillt. Jetzt können wir nuken, Freunde. Jetzt können wir endlich nuken. Gucken wir uns mal an. Schön. So soll's sein. Guckt euch das an. Boom. Muss noch ein bisschen zurechtkommen mit der neuen Skill-Leiste sozusagen. Jetzt habe ich mich ja ein bisschen umsortiert. Aber sie sieht gut aus. Ja, Leute, ich glaube, wir haben heute viel, viel hier erlebt, viel gemacht. Wir haben drei Unix gekillt. Wie geil ist das denn? Und ja, danke schön für GZ zu Level 30. Auf jeden Fall richtig geil. Level 30 jetzt einfach mal, Freunde. Level 30, das ist so eine Etappe, die muss man erstmal erreichen. Ich mache den Stream jetzt mal zu Ende. Es hat mir wie immer mega viel Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch am Start, wenn es dann hier weitergeht auf den Server. Und hoffentlich auch bald seid ihr alle mal mit dabei. Und ja, in diesem Sinne von mir, haut rein, ciao und tschüss, euer Eddie. Ja.